Jo Leute, willkommen zurück zum neuen Video. Heute mal wieder ein schickes neues Tuning-Teil für meinen CLA 45 AMG. Und ich würde einfach mal sagen, packen wir das Ding mal aus. Lasst euch überraschen, was hier Schickes drin ist. Ich habe bei Instagram ja schon mal gefragt, was ihr schätzt, was da drin ist. Und ja, wir schauen einfach mal rein. Jetzt wird spannend. Oh, hier sieht man schon was. Jawollo. Und zwar einen schicken K&N Luftfilter für den CLA 45 AMG. Und ja, hier ist natürlich noch ein bisschen Felgenreiniger mit dabei. Aber darum soll es jetzt in dem Video nicht gehen. Ich habe euch ja schon gesagt, es wird ein Video kommen, wie ich mein Auto wasche. Aber nicht in diesem Video. Ihr wisst ja, ich hatte bei meiner C-Klasse, bei meinem C-Klasse Coupé W204 vorher auch einen K&N Luftfilter, den ich dann verlost habe an euch. Und ja, jetzt sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Denn das ist nicht so ein Plattenluftfilter, sondern das ist, ja, ich würde mal sagen, ein sogenannter Pilz, aber trotzdem in einer Box. Gut, ein richtiger Pilz ist das nicht, aber ihr seht schon, was ich meine, auf jeden Fall nicht so platt, sondern schon hier schick rund und ganz schön groß. Unfassbar, hätte ich nicht gedacht, dass das so ein Oschi ist. Ja, dann haben wir natürlich noch so ein Garantiezettel, noch so ein Warnaufkleber für Mercedes, dass sie den nicht tauschen sollen. Natürlich noch ein Protzaufkleber, dass du hier einen schicken K&N Luftfilter gekauft hast. Und Einbauanleitung, würde ich mal sagen. Ja. Ich hoffe, dass es nicht allzu windig ist, denn hier ist extremer Wind mal wieder. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal die Motorhaube auf und wir schauen mal rein und bauen das Ding mal ein. Vorher kommt noch ein kleiner Soundcheck zwischen Standardluftfilter und K&N Luftfilter. Also bleibt dran, denn es wird schick. So, jetzt kleiner Soundcheck mit dem Standard Mercedes Luftfilter. Ich werde das Ganze auch Komfort testen mit einfach die ganzen Fehlzündungen nicht hier das Geräusch versauen. Also sperrt die Lausche auf. Ich hoffe, man hört überhaupt was, dass der Motor oder Auspuff nicht zu laut sind. Und ja, ich gebe einfach mal Gas. So, Motorhaube ist offen und hier seht ihr das gute Stück, schön ausgepackt, ist extremst geölt, ja, aber so muss das auch. So, wo ist der Luftfilter jetzt beim CLA? Natürlich hier drunter. Dazu müssen wir diese vier Schrauben hier lösen und dann müsste uns das Teil schon entgegenkommen. Wir schauen einfach mal rein. So, schön vorsichtig, dass nichts in den Motorraum fällt. Das wäre nicht so geil. Einmal abnehmen und da haben wir das Teil. Hier seht ihr schön den Papierluftfilter von Mercedes, den wir mit einem leichten Drehen, denke ich mal genau, gut entfernen können. Der sieht auch noch nagelneu aus. Schaut euch das Ding mal an. Hier steht richtig fett AMG drauf. Ja, wusste ich gar nicht, dass das so geil aussieht. Ja, der ist anscheinend nagel, mal fucking neu. Denn ich habe das Auto ja erst vor 2 Monaten gekauft. Und dort wurde natürlich alles neu gemacht. Deshalb haben wir hier auch so einen schicken neuen Luftfilter verbaut. Ja, wo einfach mal richtig groß und stylisch ist. Wir vergleichen mal, ihr seht es. Sieht man das? Ist auf jeden Fall größer sogar noch als der K&N Luftfilter. Wie gesagt, ich hatte den Luftfilter noch nie hier draußen. Das ist jetzt mit euch mein erstes Mal und ich war ja schon begeistert von der Größe des K&N Luftfilters. Aber jetzt schaut euch die Teile mal im Vergleich an. Alter, der AMG Luftfilter ist ja noch mal um einiges größer. Aber wir sehen hier an der Auslassseite oder Einlassseite eher gesagt, ist das Loch vom K&N schon um einiges größer als der von AMG. Also ich denke jetzt auf keinen Fall, dass der K&N Leistung bringen wird.
Auf keinen Fall. Ist einfach nur ein nettes Gimmick. Stay tuned, sage ich da nur. Also K&N-Luftfilter gehört, sage ich mal, in jede Tuningbude rein. Auch wenn natürlich die Jungs von AMG, denke ich mal, schon wissen, was sie machen und auf jeden Fall das Ding groß genug dimensioniert haben, dass der Motor hier gut atmen kann und seine 381 PS abrufen kann. Nichtsdestotrotz dachte ich mir, komm, das Ding war gerade im Angebot, kostet normalerweise 86 Euro, ich habe 60 bezahlt, das nimmst du jetzt einfach mal mit, das Teil. So, ich würde sagen, hier sieht man, ist nicht sehr viel Dreck drin, das heißt, wir können schön das Ganze so einbauen, ohne sauber zu machen, und drehen jetzt einfach den Luftfilter wieder hier rein, drehen einmal das Ding in Kreis, mit der schön verriegelt, so schaut das Ganze aus, ihr seht, alles eingehakt, passt perfekt. Und ja, dann kann auch schon der Deckel wieder drauf kommen und dann gibt es einen erneuten Soundcheck. So Freunde, jetzt den K&N-Luftfilter verbaut. Mal schauen, ob man einen Unterschied hört. Ich bin selbst sehr gespannt. Los geht's. Der Motorpunkt, was soll ich anderes sagen? Lasst wie immer gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Natürlich auch gerne ein Abo. Und ja, ansonsten checkt mein Instagram aus. Link ist in der Videobeschreibung. Und würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.